Hallo meine lieben Leute und willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Endlich mal ist wieder soweit. Winterpause ist zu Ende und die Rückrunde startet wieder. Sowas von gehypt. Was gibt's Besseres, als dann wieder ein Dortmund-Spiel zu schauen. Die Hinrunde war jetzt nicht der Hammer. Platz 6 waren wir momentan sogar, weil wir jetzt Sonntag spielen, sind wir sogar zwischenzeitlich 7. Momentan sogar 10 Punkte hinter Bayern. Wenn wir gewinnen, dann sind es 7. Trotzdem wird das eine schwere Nummer, dann da noch zu gewinnen, die Meisterschaft. Aber ja, ich glaube, Champions League ist jetzt das mindeste Ziel, was wir erreichen müssen. Und ich hoffe, die Rückrunde wird ein bisschen besser. Augsburg müssen wir schlagen. Momentan Tabellen 15. Und mit unserem neuen Mann, Julian Reißen, haben wir einen solider Transfer gemacht. Dann noch Haller, kommt zurück. Die letzten Spiele in Marbella hat er ein bisschen wieder angesprungen zu spielen. Hattrick in 7 Minuten. Ich glaube, da sieht man auch, wie wichtig ein Neuner ist. Ein richtiger Neuner. Der Typ ist geisteskrank. Der weiß immer, wo er stehen muss. Und auch die Ecke, das Eckentor so mit der Hacke, wie er den auch da reinschlänzt, das war der Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch einer der Spieler, den wir wirklich in der Hinrunde wirklich vermisst haben und der uns wirklich helfen sollte jetzt in der Rückrunde. Vielleicht schießt er auch heute einen Hattrick, wie es schon Aubameyang, Haaland und Alcacer gemacht haben gegen Ausbruch. Vielleicht macht er es auch heute auch wieder. Müssen wir mal schauen. Und ja, ich mache mich jetzt bereit und dann geht's los. Let's go! Spinnhalt! So, es ist jetzt schon über halb 4, ich dachte, der Match geht um 4:30, komplett verpennt, auch super viel Verkehr, so 30 Minuten später im Verkehr, das Spiel ging schon los, aber ja, let's go. Prediction für das Spiel habe ich fast vergessen, 3:20 für den BVB.
Test. So, Halbzeit, wirklich scheiße. Scheiße Spiel. Wir hätten schon fast 5 Tore schießen müssen. Dann die 2, sie haben 200 Tore geschossen, 200 Tore. Die Defensive überhaupt keine Lust. Wirklich sehr, sehr schwache Phase bis jetzt. Oder Spiel. Nice, sag ich's, nice Kick, Mann. Oh, Mann. Komm, Olli, Olli. Oh, komm. Oh, wie war das? Schnell, komm mal! Schöne Kontrolle. Mann!
Mein Oder geht dann! Gut. Und jetzt bitte kein Gegen vorbei. Come on, konzentriert euch, Jungs. 2 hours later. Digga, eine Minute später, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Scheiße! Das ist lächerlich. Und es geht. Wow! That has a pack, back to back. Was für ein schönes Tor. 78. Spielminute. 4:3 für uns im DVB. Torschütze, der Spieler mit der 7. Bitte, und jetzt schnell, komm on. Ach komm, ausschalten. Und weiter. Oh Mann, das ist gut. Und zurück. Unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz. Ole, ole, ole. Alle, komm. Hallo, Halle, komm. Hoppala. Oh. Komm! Nee! Wieso? Scheiß da! Hä? Was? Stopp! Eindeutig! Come on, get that! Pretty, come on, you mean? Oh, man, die Verteidigung war so scheiße! Borussia BVB, Borussia. Oh, und es gibt Chase auch einfach. Oh, Mann. Für euch. Ja. Oh, come on. Du musst ran. Oh. Meine Fresse ist halt geil. Come on, Holler. Hey! Rot! Ah, schade. Was frei? Hey! Danke! Okay! Bleib da rauf! Hey! Absolut!
Heibo! Hey! Heibo! Scheiß! Oh! Oh! Komm on! Oh! Scheiß! Scheiß! Um seinen Toti zu ehren mit dem Champions League Badge, das Trikot, wo sie die Cup spielen, die DFB-Pokal und Champions League. Jetzt gibt's ab nach Hause, ist schon ein bisschen Verkehr jetzt mittlerweile. Wird, glaube ich, so eine 3 Stunden 30 Fahrt, aber egal, da muss man auch durch. Ja, zum Spiel selber und zum Platz, wo ich dieses Mal saß, erfährt ihr dann zu Hause. So, wir sind jetzt zu Hause. Spiel. Ich glaube, es hört man schon. Ich habe fast keine Stimme mehr. Aber das Spiel war, ich glaube, für Neutralen war es ein super Spiel, ein super spannendes Spiel. Aber aus Dortmunder Sicht, wenn man Dortmund mit Augsburg vergleicht, war es ein schlechtes Spiel von Dortmund. Natürlich muss man die Augsburg auch loben, dass sie niemals aufgegeben haben, immer wieder zurückgekommen sind. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ja, wenn man Dortmund ist, darf dies meiner Meinung nach nicht passieren. Es stand ja danach 4-3 und wir hatten noch 3 bis 4 Chancen, die auch hätten reingehen müssen. Also natürlich kann man loben, dass wir sehr viele gute Chancen hatten, aber die müssen dann auch sitzen. Das ist das so ein Kritikpunkt. Die Chanceverwertung ist noch nicht da, wo sie sein sollte. Was ich auch schon vor Monaten gesagt habe, was sich noch immer nicht verbessert hat. Und dann über die Verteidigung, darüber will ich fast nicht reden. Was war das? Es tut mir leid, aber das kann doch nicht sein. Die bekommen Millionen und bekommen es nicht hin und spielen dann wie Kreisliga. Es tut mir leid, aber das kann doch nicht sein. Man schießt ein Tor und dann ein paar Minuten später glaubt man, die Verteidigung hat dann irgendwie, ja, jetzt können wir, ja, jetzt ist easy, können wir ein bisschen chillen oder was. Man muss 110% die ganze Zeit konzentriert sein als Verteidiger. Und das war heute überhaupt nicht der Fall. Dass es vielleicht einmal passiert, okay, schön und gut, aber dreimal hintereinander gegen Augsburg, für mich überhaupt nicht erklärbar. Und über die Plätze, wir saßen dieses Mal in der Südwest. Das erste Mal saß ich ja in der Südost und ich sagte, das waren die besten Plätze. Südwest, genau das Gleiche, sind einfach super Plätze. Meiner Meinung nach die besten Plätze im Stadion, weil man dann die Nord super gut sieht, auch ein super Sichtfeld übers Feld hat, über Stadion, und man sieht auch nicht zu hoch. Ich glaube, das ist einfach der ideale Platz. Mein Bruder saß, zwar muss ich aber sagen, saß in der 38. Reihe, weil wir hatten verschiedene Plätze, danach kam er bei mich, weil neben mir ein Platz frei war, und der saß ziemlich oben, und dann hat man, da war es ab so, würde ich sagen, 35, Reihe 35, ist es aber vielleicht ein bisschen zu hoch, weil man da sah man schon die, das obere Gelände, oder sagen wir das, die obere
Hälfte vom Stadion, sah nicht mehr das ganze Stadion, es war ein bisschen überdeckt so. Das heißt, ich glaube, ich saß 28, glaube ich, ja, 28 und da war es, das war wirklich ideal. Und ja, das heißt, Südwest, Südost nimmt sich nicht viel, beide sehr, sehr gute Plätze. Was vielleicht bei der Südwesten ein bisschen ein kleiner Vorteil ist, man sieht auch auf die Bank und sieht dann, was da ein bisschen passiert, was da abgeht. Glaube ich, ein kleiner Vorteil. Das heißt, Südwest würde ich ein bisschen besser ranken als die Südost. Über die Stimmung selber würde ich sagen, man bekommt auch viel mehr mit, wenn man bei der Südost oder so sitzt, als in der Süd selber, weil der Schall halt nach vorne geht und sich dann ausbreitet und dann das hört man dann besser, wenn man dann halt dort sitzt. Die Augsburger Fans waren nicht sehr, sehr viele, ich glaube 1000 Stück waren da und überhaupt keine Stimmung gesorgt, man hat die nicht gehört, überhaupt nicht gehört, also ja, ich würde, aber die Stimmung war sehr, sehr gut. Es hat ein bisschen gebraucht, bis die Stimmung sehr, sehr gut wurde, aber danach war es wirklich super. Und dann, ich bekam auch Gänsehaut, als Haller reinkam, da wurde es so laut im Stadion, das war geisteskrank. Jeder stand auf, jeder hat geklatscht, es war wirklich top, Gänsehaut-Feeling. Das war es jetzt mit dem Video, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es noch nicht klar bleibt, könnt ihr gerne ein Abonnement da lassen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder auch wenn ihr vielleicht ein Spiel habt, wo ich in der Nähe hingehen könnte, was ihr vielleicht empfehlen würdet, was vielleicht ein bisschen underrated ist, ich weiß nicht, was man jetzt nicht direkt auf dem Zettel hat, kann ich auch sehr, sehr gerne machen. Das war es jetzt mit dem Video. Ciao.